Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Blood Bowl 2. Es ist tatsächlich heute der erste Tag, wo es erschienen ist. Und wir werden uns da direkt gleich in die Kampagne reinstürzen. Ich kann auch gleich noch sagen, dass ich den Sound noch anpassen muss. Ich glaube, das ist ein wenig zu laut noch. Und wir werden eine gestützten TV-interne kleine Liga starten. Das ist einfach so zum Spaß natürlich, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich darum, wer das Studio sauber machen muss. Also der auf dem letzten Platz muss das Studio sauber machen. Und der auf dem ersten Platz ist, darf die Trommel schwingen. Von daher seid gespannt drauf. Aber jetzt passe ich hier erstmal, glaube ich, den Sound an. Welcome to Cabal Vision for a crazy session of Blood Bowl. We're talking crazy. So, aber die hören sowieso nie auf zu reden, deswegen lasse ich den Sound mal generell. It's time to put all that to the test. May Nuffle bless your blockhead dice. Das sollte passen. Gut, dann starten wir direkt die Kampagne. Neu. Good evening to all you Cabal Vision viewers out there in the old world and beyond. I hope your crystal ball is fully charged, and if not, find yourselves a wizard and chain him to it. Because the 25-13 season promises to be one hell of a show, doesn't it, Bob? It sure does. Oh, and iron, Jim. Iron what, Bob? Your shirt? Chains, Jim. Iron chains. Chaining up your wizard. Iron is best. It's harder to enchant than steel or silver. Oh, and don't forget to break their fingers as well. Thank you, Bob. Yes, fascinating. And we may come back to that later. In the meantime, all you sports fans should keep it here on brand new Cabal Vision HD. But what about all you new viewers who are joining us for the first time? How would you explain a game of Blood Bowl to someone who hasn't experienced the joy and delight of it before, Bob? Firstly, I'd say, under what toilet in the realm of chaos have you been hiding? Then I'd begrudgingly explain that Blood Bowl is a visceral, violent sport where two teams of players must get an inflated pig bladder or ball across a large field into the opponent's end zone by any means necessary to score a touchdown. The catch? There's only one ball, and the opposing team is trying to do exactly the same thing. A match lasts for two halves of eight turns. The team with the most touchdowns wins. Very nicely summed up, Bob. So, what about the teams? It promises to be an interesting season, especially for the Reichland Reavers. Let's remind ourselves by taking a quick look what happened in their final game last year. This is the final game. Season. Reavers versus the Gouged Eye. Just look at those human lumps. Why ain't they moving? A frozen spell. Could they not just let it all go? Look at player 16, Josh Kirschner. He just stands there and lets that block horn smack him right in the kisser. Useless. They don't seem very sprightly in that trolley either, do they? I know. No wonder this team hasn't won anything in 20 games. There's only so many double skulls. No, that was the Reavers' last public appearance, summing up 10 seasons of decline. Why haven't they been fired yet, Jim? That's what I can't understand. The word is, Bob, that J.J. Griswell Jr. hasn't got the cash to replace them. Yeah? Oh, Griswell was once said to be even richer than you, Jim. He's now down to his last few pennies after paying the likes of Griff Oberwald his massive wage for several decades. I guess he'll just have to put up with using last season's dregs. Anyway, enough yapping. Let's see how they do in this preseason match. So, jetzt sind wir wieder dran. Also, das ist ein Preseason-Match, so wie es aussieht.
You've just been appointed to head the legendary Reichland Reavers. Your season begins with an off-season friendly match against the Siegfriedhof Saints. Okay. Objectives sind, come out on top against the Siegfriedhof Saints und score a touchdown to force the opposing team to concede the match. Okay. Wir haben einen, man sieht hier links das Schild mit den Reichland Reavers. Der Sternchen mit der Zahl, das ist der Teamwert. Umso höher diese Zahl ist, umso, wie soll ich sagen, umso erfahrener ist das Team. Es ist auch so bei Blood Bowl, dass Leute, die dieses Brettspiel kennen, wissen es, weil es ist ja quasi ja, ja die Brettspielumsetzung von einem Brettspiel von Games Workshop, welches, glaube ich, Anfang der 90er quasi das Licht der Welt erblickt hat. War ein sehr, sehr, sehr gutes, sehr unterhaltsames Brettspiel. Ich habe es sehr lange und sehr gerne mit meinen Freunden damals gespielt. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Hatten auch eine eigene Liga, aber egal. Genug davon. Jedenfalls, diese Zahl, von der ich vorhin geredet habe, zeigt an, wie erfahren das Team ist. Und die Spieler steigen halt auch im Level auf, eine kleine Rollenspielkomponente. Sie bekommen neue Fähigkeiten, verbessern ihre Stats eventuell. Problem in der ganzen Sache ist, wenn ein Spieler während des Spiels stirbt, ist er tot. Da gibt es kein Zurückholen mehr oder sonst irgendwas. Er ist einfach tot. So. Und umso mehr erfahrene Spieler in so einem Team drin sind, umso höher ist natürlich dann auch dieser Teamwert, diese Zahl, von der ich da geredet habe. Das heißt, wir haben 1680 und der Gegner hat 850. Normalerweise ist es so, dass das unterlegene Team Bonus bekommt, um da ein bisschen sich mit, wieder ein bisschen, ja, ein bisschen mitzuhalten. Man bekommt dann immer Zusatzgeld, nur für diese eine Runde. Kann man sich Starplayer kaufen oder Rerolls, das wird aber alles noch erklärt. Oder ein Zauberer und. Um quasi diesen Defizit ein bisschen auszugleichen. Aber egal. Was ist das? Replace Scene? Nein. Wir machen jetzt mal Play Match. Well, let's see how the Reavers get on. It's their first match. Under the leadership of the new coach in a preseason friendly. Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. You'll end up getting sued for false advertising. Okay, let's take a look. Ja, also Blood Bowl ist ein, wie es ja auch schon erwähnt wurde, eine Mischung aus American Football in der Warhammer Welt. Is this a fair fixture? One side is clearly more powerful than the other. You really are a whiny little bloodsucker sometimes, Jim. What's fair got to do with it? Humies are a good team. They can pass, catch, hit and run with the ball. It'll be interesting to see what game they bring today. So, movement allowance. I'm Helmut Zwimmer, former coach of the Reavers, and I will assist you during your initiation. To give you a little help, I used my connections, and your first matches will follow simplified rules. Blood Bowl is strategic sport and all stars with good player positioning. Each player's movement allowance characteristic, which indicates the number of squares they may move. Okay. Nachdem ich das Spiel, also ich kenne Blood Bowl als Brettspiel, ich kenne Blood Bowl 1, das Computerspiel. Ich werde diese, ja, wir können sie mal dort lassen. Für Leute, die jetzt zuschauen und es noch nicht kennen, werde ich das jetzt hier nochmal präsentieren. Each turn, each of your players can carry out an action. Select a player with left click. So. To move the camera, use the arrow keys of the keyboard or touch the edge of the screen with the cursor. Ja,
Also wir können hier so und mit dem Mauszeiger an den Rand. Geht jetzt auch mit WASD? Ja, geht auch mit WASD. Okay. Gut. So, wir haben hier eine rechts unten. Da steht End Turn, da kann ich draufklicken und sofort meinen Zug beenden, wenn ich sage, okay, gut, das passt mir jetzt so, ich bin fertig. Oder ich habe hier eine Zeit, die abläuft. 8, 8, 8, 8, 8. 8 Minuten, 88 Sekunden. Ich nehme mal an, ich habe unendlich viel Zeit. Deswegen zeige ich euch jetzt mal was. Ich mache hier Mouse-Over über den hier. Da steht dann links, haben wir so eine kleine Stat-Karte. Er hat jetzt nur Bewegung 8. Alles andere haben sie erstmal weggelassen. Und es ist ein Catcher. Ich kann hier mit der Maus ein bisschen ranzoomen. Das sieht man auch gleich an dem großen Handschuh, der hier direkt ist. Er ist ein Fänger. Das heißt, er hat normalerweise besondere Fähigkeiten, die man hier jetzt aber auch nicht sieht auf der Statkarte, beim Fangen. Das alles ist halt ein Würfelspiel. Und ja, man soll halt die Figuren auch schon vom Weitem erkennen. Also der hier mit dem riesen Handschuh, genauso wie auf der gegenüberliegenden Seite, sind halt die Fänger. Der hier unten und der hier oben sind beides Werfer. Das sieht man auch schon an der Haltung des Arms. Das ist halt einfach, ja, man weiß es halt einfach irgendwann. Das hier ist ein Blitzer. Das hier sind besonders gute, wie soll ich sagen, Spiel, also ja, es ist wie ein normaler Lineman. Ein normaler Lineman wäre jetzt hier das hier. Es sind einfach Mitspieler, die keine besonderen Fähigkeiten haben, so an sich. Das ist einfach nur Mensch. Just what are you doing, Jim? Was? Oh, sorry, Bobby, you caught me polishing my teeth. Why are you polishing your fangs, Jim? Since we are now zapped to cross the old world in high destiny, cabal vision, the viewers can see everything, so I need to look my best. Und diese Blitzer sind letztendlich wie Linemen, bloß dass sie schon von vornherein ein bisschen besser sind und halt auch besondere Fähigkeiten schon haben. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Fähigkeiten, die werden wir sicher nicht alle erklären können, das ja, muss man halt ein bisschen eintauchen, da gibt es wahnsinnig viele. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, bevor ich jetzt hier lang rumrede. When you click on an empty square, the player carries out a move action allowing him to move as many squares as his characteristic. Select an empty square and press left click to move there. So, wollen wir dahin. Genau, man sieht jetzt, ich kann jetzt dahin gehen. Dann sehe ich noch, wie weit ich danach noch gehen kann. Bis zu diesem Rand, wo die Würfel dann auftauchen. Ab dem Punkt, wo die Würfel sind, muss er für jedes Feld, was er dann noch geht, einen Würfelwurf machen auf seine Geschicklichkeit. Und wenn er diesen Wurf schafft, darf er halt ins nächste Feld gehen. Wenn er es nicht schafft, fällt er quasi hin, stolpert über seine eigenen Füße. Und jeder Fehler, den man macht, sei es beim... Ich glaube, ich werde die Kombinatoren irgendwie ausschalten. Das ist ja Wahnsinn. Und zumindest jetzt beim Erklären ist doof. Aber egal. Jeden Fehler, den ein Spieler in deinem Team macht, führt zu einem Turnover. Das bedeutet, der Gegenspieler ist dran. Das heißt, du willst den Ball aufheben und versaust es. Probieren wir es mal aus. Ja, er hat ihn aufgehoben. You can try a pass to the ball to a teammate by clicking here. Genau. Man muss auch immer... All players can also move one or two additional squares. Ja, ja, ja. To deselect a player or cancel the declaration of an action, you can press right-click. So, sei es ein Fehler beim Aufheben, beim Passen, beim Fangen, beim zusätzliche Felder laufen, aus einer Tackle-Zone von einem gegnerischen Spieler rauslaufen und so weiter. Wenn da irgendwas schief geht, oder beim Blocken direkt, wenn da irgendwas schief geht, ist es ein Turnover und der Gegenspieler ist dran. Das müsst ihr euch, vorher gut überlegen, was ihr machen wollt, weil wenn was schief geht und ihr seid noch nicht ganz fertig mit dem, was ihr eigentlich machen wolltet, ist der Gegenspieler dran und das ist einfach wahnsinnig ärgerlich. Auf der anderen Seite noch,
Sobald ihr mit einer Figur was angefangen habt, müsst ihr mit dieser Figur auch zu Ende agieren. Ihr könnt danach nicht nochmal auf diese Figur switchen und ihre restliche Bewegung gehen, die sie vielleicht noch hätte. Nein, ihr müsst alles komplett zu Ende machen. So, deswegen, wir gehen jetzt hier hin und werden den Ball darüber geben. Es ist eine so kurze Reichweite, dass das ganz gut funktioniert. Es gibt andere Teams, die sind da nicht so gut. Aber ist jetzt wurscht, der bleibt jetzt da erst einmal stehen. Nein, das machen wir nicht. So, abwählen. Der hier soll jetzt dahin gehen. Wir machen eine typische Zwergentaktik. Weil ich... Was? Blitz? Nein. Und der hier geht... dahin. Jedes Team hat so... Also man kommt auf seine eigene Taktik, mal abgesehen davon. Aber... Zwerge sind halt wahnsinnig langsam, weil ich jetzt gerade von Zwergentaktik geredet habe, machen wir das auch zu Ende. Sind halt wahnsinnig langsam und auch nicht unbedingt immer die geschicklichsten. Das heißt, wenn sie denn normal den Ball haben, käfigt man quasi den Ballträger so ein, dass er von gegnerischen Spielern nur sehr schwer zu erreichen ist. Und so schützt man quasi den Ballträger und geht mit diesem ganzen Käfig, was meistens aus 5 Leuten besteht, also Ballträger in der Mitte und an jeder Ecke um den Ballträger herum ein weiterer Zwerg, geht man quasi so weit, bis er selber alleine in die Endzone ohne Gefahr laufen kann. Die Endzone ist hier, wo Touchdown steht, es ist wirklich nur ein so ein Square breit und ja, funktioniert mit Zwergen ganz gut. Es gibt noch andere Teams. Normalerweise bin ich immer ein Goblin-Spieler. Goblins gibt es jetzt gerade noch nicht. Ich nehme mal an, das wird als DLC dann nachgereicht, genauso wie alle anderen Teams. Bei Blood Bowl 2 haben wir jetzt am Anfang die Auswahl von 8 verschiedenen Teams. Wenn ihr vorbestellt habt, habt ihr halt natürlich entweder dann noch die Echsenmenschen oder die Waldelfen, welche aber auch unter Garantie als DLC nachgereicht werden. Beziehungsweise es gibt insgesamt so viel, ich weiß, 24 verschiedene Teams. Also da ist für jeden irgendwas dabei. Sei es Kemiri zum Beispiel, das ist so ägyptisch angehauchte Untote mit Mumien und Skeletten halb verwiest und ziemlich cool. Da gibt es Vampire, haben halt Zombies und Vampire, klar, und auch Skelette, glaube ich. Ja, es gibt alles mögliche. Es gibt dann noch Halblinge, es gibt Goblins, dann gibt es noch Amazonen, dann gibt es noch Norse, das sind so Wikinger-ähnliche Typen. Die haben dann, ich glaube, auch Werwölfe dabei und Yetis und sowas. Also es ist ganz abgefahren. Ich liebe Blood Bowl. Es ist super viel Spaß. Und nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen... ne? Dahin. Und der so dahin. Aber ich rede so viel. Wir sollten jetzt noch ein bisschen spielen. So, erstmal hier die Fronten verstärken. Haben wir hinten alles weg? Gut. Dann können wir schauen. Ja. Boom. Normalerweise würde jetzt ein Würfelwurf passieren. Hier steht auf the aim of the block. Man sieht mir das Würfelsymbol. Is to bring an opponent to a sudden stop. It is impossible to block with a player that has moved or has stood up. Es ist jetzt nicht möglich. Man kann bewegen und blocken in einem Zug. Nennt man Blitzen. Darf man nur ein einziges Mal in einem Zug. Das gleiche ist, wenn jetzt ein Gegenspieler, so wie der hier, jetzt auf dem Boden liegt und man wieder aufstehen darf, darf man gleichzeitig aufstehen und blocken. Das ist aber halt auch ein Blitz, weil es halt bewegen und blocken ist. Darf man nur ein einziges Mal in einem Zug machen. Man darf auch auf dem Boden liegende Spieler eintreten, um quasi ihren Rüstungswert durch dieses Faulen zu übersteigen, damit sie dann verletzt werden und vom Platz gestellt werden. Oder sterben. Geht natürlich auch. So, und den wollen wir jetzt auch blocken. Ja, das ist jetzt alles wirklich vereinfacht. Das ist kein Würfelwurf oder sonst irgendwas gerade vonnöten.
Feel free to try different types of actions. After finishing with your players, you can end your turn by clicking on the End Turn button at the bottom right of the screen. Ja, jetzt haben alle eigentlich einen roten Kringel drumherum, bis auf der Ballträger selber. Mit dem könnte man sich jetzt noch bewegen, aber das wollen wir jetzt gerade nicht. Deswegen sage ich jetzt erstmal End Turn. Ja, jetzt ist der Gegenspieler dran. Wumms. Genau, each team plays one after one. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit nochmal zu erklären. Und zwar, es gibt auch zwei Positionen, wie man auf, wie eigene Spielfiguren quasi auf dem Boden liegen. Es gibt einmal, sie liegen mit Face-Up auf dem Boden. Das heißt, in deinem nächsten Zug dürfen sie gleich wieder aufstehen. Oder es gibt mit Face-Down. Face-Down bedeutet, in deinem Zug drehen sie sich erstmal auf den Rücken. Dann erst in der nächsten Runde stehen sie wieder auf. Das ist natürlich, also sie fallen quasi für eine komplette Runde weg. To stand the player up, ja genau. Klickt man jetzt hier drauf und könnte sofort hier hingehen. Aufstehen kostet die halbe Bewegung, so viel ich weiß. Und das viel ich noch im Kopf habe. Das heißt, der hätte jetzt Bewegung 7 gehabt. Halbe Bewegung wäre 3,5, was bei Warhammer-Maßstäben, glaube ich, auf 4 dann aufgerundet wird. Naja, jedenfalls, jetzt machen wir hier mal ein bisschen weiter. So, jetzt machen wir uns noch ein bisschen Platz. So. Der geht dahin. Der geht dahin. Der hier geht dahin. Nein. Der hier geht tatsächlich. Ne, dann müsste er durch die Tackle-Zone durch. Also das heißt, wenn man ja durch eine Tackle-Zone oder aus einer Tackle-Zone rausgeht, muss man auch würfeln. Und das würde ich jetzt nicht so gut finden. Deswegen gehen wir dahin. Unser Ogre hier leidet normalerweise unter... Weiß ich was. Da. Den blitzen wir jetzt. Oh, und da haben wir schon. Habe ich übersehen, dass da noch einer stand. Lisa Tackle Zone, ja. Blitz. Ach, ich darf weiterspielen. Ist ja ein Ding. Normalerweise wäre es ein Turnover. Aber gut, das ist halt das Intro. Intro ist jetzt leider nicht ganz das Original Blood Bowl. Ist jetzt nicht weiter wild, aber. Ja. Ist halt wirklich für. Ich sage jetzt mal blutige Anfänger, die dieses Spiel noch nie gespielt haben, die auch keine Ahnung haben. Von daher ist es eine ganz brauchbare Einführung eigentlich. Gut. Also es ist wesentlich taktischer als nicht in der Einführung. Ich hoffe auch, dass wir in der Kampagne unser eigenes Team machen können. Haven't you heard, Bob? Ever since his men's fragrance, Gruff by Griff, flopped, he hasn't been seen all off-season. Rumor has it, his investors are not happy and want their money back. I tried some of that scent. What was he thinking? I'm an ogre, and even I couldn't stand the smell. I'd rather take a drag from a goblin's crotch than wear that. What about Zug? Why isn't he here? Zug's so disgusted with the Reaver's performance of late. But if a Reichland legend like Helmut Zwimmer is back, well, you never know. I don't like it, Jim. The whole point of watching the Reavers is the glorious devastation and maiming left in Zug's wake. Ah, I love a good maiming, me. Oh, look. Is that Lord Borak down there, Bob, in front row? I think it is, Jim. Hey, Borak! Jetzt gehen wir ein bisschen in die gegnerische Zone rein.
in their face. Okay. Dann soll den blitzen. Bums. Hey. Unseren Ballträger frei. Jawohl. Ja, und ich bin da einfach durchgelaufen durch den Dodge. Small, slippery and truly annoying. Geben ihm den Ball hier rüber. A good solid handoff. These two players work well together. So. Good. End turn. Ja, das ist halt leider jetzt echt gerade nur ein, ich hau den anderen um. Und wenn ich mehr umhau als der andere, dann. Deswegen, das Tutorial ist jetzt vielleicht echt nicht so spannend, aber es wird auf alle Fälle spannender werden. Auch wenn ich ein totaler Zwergen-Fan bin, habe ich bei Blood Bowl am liebsten immer die Goblins gespielt. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Aber die haben halt Kettensägen, Pogo-Sticks, Fanatics, die halt mit riesengroßen Eisenkugeln um sich schwingen, Bombenwerfer und. Das ist echt ein Fun-Team. Sind relativ schnell, nicht so schnell wie Skaven, sind auch relativ agil, aber auch wieder nicht so agil wie Skaven, und sind schwach. Also auch noch schwächer als Skaven. Und das ist schwierig. Deswegen haben die Goblins so viele illegale Waffen. Und jetzt machen wir halt einfach hier einen Touchdown. Und ja, damit kann man richtig viel Spaß haben. Das gegnerische Team erstmal irgendwie kaputt sägen, dass kaum noch Leute auf dem Feld sind, und dann kann man anfangen, mit den Goblins Touchdowns zu machen. Aber sie haben Trolle auch, die Touchdowns. Die Touchdowns. Ja, die Goblins haben auch Trolle. Und Trolle können auch Goblins dann werfen. Also das heißt, man geht mit dem Ballträger-Goblin zu einem Troll und lässt ihn nach vorne werfen. Geht meistens schief, weil entweder wird der Goblin gefressen oder der Goblin landet nicht auf beiden Füßen. Aber es ist einfach Fun. Es ist echt Fun. Okay. Was? 2-0? Naja, wurscht. Gut. Dann sieht man halt hier so die Übersicht am Ende des Spiels immer. Wie viele Touchdowns, Passes, Interceptions, Death, Armor Breaks, Expulsions und die Most Valuable Players. Es gibt hier noch Statistiken, kann man sich anschauen. Ist sehr, sehr unterhaltsam. Und hier steht noch SPP, Star Player Points. Das heißt, nach jedem Spiel, je nachdem, welche Spielfigur halt was geleistet hat, ein erfolgreicher Pass gibt einen Punkt, Touchdown gibt einen Punkt. Ich glaube, wenn man jemanden auch bewusstlos schlägt, gibt es einen Punkt. Wenn man jemanden tötet, gibt es einen Punkt. Oder gibt es Punkte. Die können Spieler sammeln. Und wenn sie genug Punkte gesammelt haben, steigen sie quasi eine Stufe auf und bekommen neue Skills, Fertigkeiten, Stat-Verbesserungen und. Und das macht das Spiel echt super. Also, ach, ich liebe es einfach. Es macht einfach echt Spaß. Well, would you look at that? The Reavers won. Yeah, but the Saints whipped out early. Hold on. I have shocking news. JJ has fired the whole Reaver squad. Not that shocking, Jim. Griswold's having a clear out before the 25-13 season gets underway. One default win against no-hopers like the Saints ain't gonna cut it. He should have done it sooner. So if the whole squad's been sacked, where's this new coach going to find his team, Bob? JJ's a cunning old devil, Jim. My contacts say he can get a whole squad of fresh-faced wannabe new players from the rejects found on that reality Cabal Vision show. Reichland ain't got talent. It sounds like a risky strategy to me, Bob. Risky, Jim?
I've seen snotlings come up with more competent plans.